was wir Neues haben. Wir waren bei Action. Erstmal haben wir hier eine Tüte mit Sachen, die nicht bastelig sind. Danach kommt ein Korb, der ein bisschen gefüllt ist mit Bastelsachen. Das habe ich mir gar nicht ausgesucht. Das hat der Herr des Hauses gemacht. Nein, 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 nein. Ja. Nein, nein, nein. Wir wollen es so sagen, wie es ist. Du warst wieder im Kaufrausch. Nein, das war er. Ja, und dann habe ich den mir gesehen. Ich bastel überhaupt nicht. Ja, ich weiß, warum du das geholt hast. Dann habe ich hier den gesehen. Oder die? Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Ich weiß nicht. Es hat jedenfalls eine Schürze an und ist richtig schwer gepackt hier unten, damit es standsicher ist. Dieses geschlechtsneutrale Wesen, ein Gnom. Und hier oben die Mütze ist kuschelweich. Sammy, dann komm doch hoch. Dann komm. Ja, komm her. Mein Süßer, hast du gedacht, du darfst nicht mitspielen? Natürlich darfst du mitspielen. Ja, und der hat 11,99 gekostet. Dann gibt es auch kleine noch, also so kleine, die sind ganz preiswert. Und dann noch mittlere. Und dann mittlere. Und dann gab es auch noch welche etwa in der Größe, also Zwerge, die so richtig aufrecht standen. Die haben richtige Beine. Ja, die waren auch sehr niedlich. Aber das Einzige, wozu ich meinen weltbesten Ehemann überreden konnte, war er hier. Sie hier, ich weiß nicht. Bist du Mädchen oder Junge? Ist egal, ne? Ist egal, ist nicht. Ja, Sammy muss jetzt. Ich wollte ja den Weihnachtsmann. Ah, da stand ein ganz blöder Weihnachtsmann, wirklich, wie wir schon mehrere haben. Ja, ist ja gut, jetzt haben wir einen Wichtel. Jetzt haben wir einen Gnom, einen süßen Gnom. So, der süße Gnom, der muss jetzt mal auf der Erde warten. Der kann echt gut stehen. So, wie gesagt. Ach ja, und dann haben wir. Da war er auch nicht zu bremsen. Da war er wirklich nicht zu bremsen. Wir haben Sachen extra für euch da gekauft zum Verlosen. Beauty und Basteln. Aber so tolle Sachen. So tolle Sachen, die ich nicht mal habe. Aber wir gehen vielleicht jetzt weiter. Bevor ihr enttäuscht seid, es wird ein extra Video geben mit den Verlosungen. Wir dachten, das ist ja sonst gemein, wenn ich jetzt euch warten lasse bis zum Ende und sage dann, Edge, gibt's aber erst im nächsten Video. Es geht los! Im ganzen Actionladen diesmal diese eine einsame Tüte Fudge. Ja, die habe ich dann mitgenommen. Ich glaube, diese blau, hellblaue, türkisfarbene gibt es gar nicht mehr. Die waren noch besser. Die sind nämlich mit Hauch Meersalz. Das war noch besser. Aber wie gesagt, diese eine einsame Tüte, die haben wir natürlich mitgenommen. So, weiter geht's. Oh, ja. Ihr werdet mich demnächst wahrscheinlich hier in Edelmetall sehen, auf dem Kopf. Das heißt jedenfalls so. Von Schwarzkopf. Got to be Ruby Metallic Rot. Klingt ein bisschen bekloppt. Passt. Ne? Genau. So. Ich weiß nicht, wie wird das aussehen? Es steht immer, wenn sie mittelblond bis dunkelblond, wenn sie hellbraun, wenn sie mittelbraun sind. Ja, ich bin eigentlich so dunkelbraun. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird. Wir werden es sehen. Egal, ihr werdet das sicherlich auch zu sehen bekommen. Ich wünschte, ich hätte so eine Mähne. Habe ich nicht. Das hat jedenfalls 2,97 € gekostet. Ja. Und wir haben, da ich lange Haare habe, haben wir 2 Pakete mitgenommen. Normalerweise brauchen wir 2 Pakete, aber sehen wir dann ja mal. Ja, weiter geht's. Das ist für die Katzen. Dieses Tütchen steht stellvertretend für viele andere. Katzen futtern immer weiter. Und wir lassen sie nicht verhungern. Ne? Oh, und die feinen Leckerchen. Nein, das wird er nicht mehr. Whiskas Temptation, das mögen sie auch, unsere beiden Süßen. Snuggy und Sammy. Sammy habt ihr ja eben gesehen. Das sind eigentlich die gleichen Dinger wie in den kleinen Döschen. Ne? Also für mich, ich habe sie nicht gegessen. Ja. Aber die mögen die gerne in den kleinen Döschen, die sind aber eigentlich. Aber in dem Vorteilspack ist etwas billiger. Eben, das wollte ich gerade sagen. Genau. Ja, also Kätzchen. Und, oh ja, davon hatten wir schon mal eine hier. Heinz Mayonnaise. Also der Herr des Hauses nimmt ja nur Heinz Ketchup. Ne? Ja. Und dann hatten wir die mal mitgenommen hier. Das hält sehr lange, weil es eine große Tube ist von 775 Gramm, 800 Milliliter.
Ja, für eine fertige Mayonnaise schmeckt sie gut. Aber sowas kommt bei uns nicht an Kartoffelsalat oder Nudelsalat dran. Da nur selbst gemacht. Nein, aber für jetzt ein bisschen Mayonnaise, was du mal zwischendurch nimmst, ist es Blödsinn, jedes Mal frische Mayonnaise zu machen. Ja, also wenn wir dann mal Fritten machen oder sowas und dann Mayonnaise, das wäre blöd. Dann, für wen ist das? Das weiß ich nicht, wie das da reingekommen ist. Beefy Roll, das ist irgendwie mit Brötchen drumherum. Genau. Also ich mag das nicht. Mehr sage ich nicht. Dann, ach ja, wir haben so verrückte Nussspezialitäten da. Deshalb müssen wir was Honey and Salt, also Honig und Salz Cashew Mix. Gut, es sind jetzt weniger Cashews als Erdnüsse drin, aber das ist lecker, wirklich. Das ist sehr herzhaft mit so einem süßen Touch dazu. Und das ist ganz überkrustet mit diesem Zeug. Und ja, ganz, ganz gut. Und das hier hatte ich auch mal. Barbecue Corn Snack Mix mit Honig. Und zwar ist das also Maiskörner und dann dazwischen Erdnüsse, die so in einem kleinen Teigmantel sind. Und das andere und das Barbecue. Schmeckt nach Barbecue mit Honig. Und die. Naja, sagen wir einfach, es schmeckt würzig. Keine Ahnung. Und dann haben wir noch, es ist mit weißer Schokolade. Also eigentlich mag ich ja, wenn, nur Schokolade ohne irgendwas drin, aber ich musste das jetzt einfach mal probieren, weil das weiße Schokolade ist. Und eigentlich haben wir festgestellt, das Einzige mit weißer Schokolade mit was drin, das sind diese neuen, wie heißen sie denn? Toffifee. Toffifee, genau, die gibt es jetzt mit weißer Schokolade und weißer Creme. Ja, genau. Das sind sie. Also, wer weiße Schokolade mag. Ja. Und dann hat mein weltbester Ehemann sich auch was noch zum Baden geholt. Das ist von Kneipp. Badekristalle, I like you very much, heißt das. Er hat es auch schon mal, ne? Mhm. Ja, die, ja, wenn ich baden würde, würde ich das auch nehmen, aber ich traue mich nicht mehr rein in die Wanne, weil ich, seitdem ich einmal Panik hatte in der Wanne, mich nicht mehr reintraue, weil ich mich vielleicht nicht mehr raustraue. Und dann hatten wir noch das hier, Haribo Chamello Snubino. Das ist so ähnlich wie diese kleinen Erdbeeren, von denen Primavera heißen die. Nur größer. Auch von Haribo. Ja, ist auch. Haribo. Obwohl, die sind ein bisschen weicher. Die sind weicher, die kleinen. Sind ein bisschen härter. Ja, da hatte ich mich noch nicht irgendwie so gefreut. Da waren wir beim Chinesen essen mit Schwager und Schwägerin. Und dann haben die so Bonbongläser da stehen bei dem Nachtisch mit, ja, das sind so Nussmischungshappen irgendwie in ganz hartem Krokant und Hustenbonbons und so Haribo-Gummibärchen. Und eben diese roten Primavera. Und ich dachte, oh, dann nehme ich mir 3 Stück. Und die lagen anscheinend schon längere Zeit in den Händen. Die waren steinhart. Ja, hat mir ein bisschen verleidet, aber egal. Ja, das war der Teil Sachen, die... Ja gut, ich sag's, wie es ist. Wir hatten auch noch Unterhosen für den Herrn des Hauses, aber die wollte er nicht unbedingt zeigen. Ihr wisst ja selber, wie Herrenunterhosen aussehen. Die sind farbig und... das waren doch nicht die ersten von Action, ne? Die sind wirklich gut. Kann man brauchen. Ja, wenn man Mann ist. Die haben natürlich auch Damenunterhosen, aber das waren jetzt Herrenunterhosen. Was wollte ich noch sagen? Wir machen einen kleinen Moment Pause. Jetzt kommt der Korb mit den Bastelsachen. Und wie gesagt, wahrscheinlich im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos, ich weiß noch nicht, da machen wir eine große Verlosung. Bastel und Beauty. Vielleicht werden es auch wieder 2. Der Regisseur hier, der wird das bestimmen. Okay, ihr Lieben, bis gleich. Ja, und dann geht's rund. Plötzlich zeigte mir der Herr des Hauses, während ich irgendwas anderes guckte bei den Bastelsachen, dieses Set Stifte. Und sagte, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Und dann habe ich geguckt und habe gesagt, ja gut, aber nur das eine Päckchen. Ich habe so viele Stifte, wirklich nur das eine Päckchen. Ja, an der Kasse sehe ich, und
was ich gar nicht vorher gesehen hatte, nichts davon. Aquamarkers mit doch, ich habe dir die gezeigt. Nein. Ich habe dir eins davon gezeigt. Und dann habe ich gesagt, nein. Nein, dann hast du nachher gesagt, ja, die sind ja auch schön. Ja, nimm eins mit. Ich habe genug Stifte. Glaub mir bitte, ich habe gesagt, nein. Und an der Kasse dann sagte, oh, du hast wieder zugeschlagen. Ja, Twin Markers, weiß ich auch nicht, wie der Water-Based Brush Tip, also wasserbasiert, habe ich auch in der Art. Tatsächlich habe ich diese Orangenen hier auf jeden Fall nicht. 6 Stück sind das. Das ist ganz gut, also wenn man aquarellieren will. Ach, auf einmal. Ja, habe ich aber ganz viele von. Aber die hast du nicht. Nein, die machen immer wieder neue Verpackungen, weißt du? Das sind auch neue Stifte. Das sind Metallic-Stifte. Ich werde das jetzt mal für euch ausprobieren, wenn ich sie schon habe. Ach ja, Moment, wie geht das auf? Ah, der Klebe. Und wie wir nämlich nachher im Auto saßen, hast du nämlich gesagt, oh, das ist aber schön, dass du die reingetan hast. Da habe ich gesagt, ja, das ist sehr, sehr, sehr lieb von dir. Aber es war wirklich nicht nötig, ehrlich. Die sind doch alle nummeriert, das ist ganz schön. Deshalb hättest du die trotzdem nicht kaufen brauchen. So, Metallic, also eine feine Spitze und ein Brush, also eine Pinselspitze. Also die dünne Spitze, die ist so metallisch und das andere ist wasserbasiert. So. Nein, ich kann nicht sagen, ob ich exakt diese Stifte in anderen Verpackungen schon mal hatte. Das kann ich wirklich nicht sagen. Also wenn ich es jetzt einfach mal ausprobieren. Das ist offenbar hier die... Eine ganz zarte Farbe, ne? Das ist aber sehr metallisch, ne? So, und jetzt, boah, sie nimmt die fest. Und jetzt kommt die Pinselspitze. Mal gucken, wie das ist, ne? Guck mal, ganz andere Farbe. Ja, in der Mitte muss also irgendwo eine Grenze sein. Denn die eine Seite ist metallisch und die andere Seite ist wasserbasiert. Was ich aber eben sagen wollte. Jetzt bist du aber froh, dass du die hast. Unwahrscheinlich. Ja. Also wasserbasierte Stifte, also gibt es ja ganz viele. Aquamarker gibt es ja ganz viele bei Action. Ich mache das so, wenn ich damit kolorieren will. Ich nehme mir irgendein Plastik hier von zum Beispiel so eine Hülle, wisch mir davon ein bisschen dann da drauf. Das ist die falsche Seite, ne? Gesundheit. Danke. Wisch mir da so ein bisschen drauf, nehme einen Wassertankpinsel oder einen normalen Pinsel mit bisschen Wasser, wisch da so ein bisschen auf und aquarelliere dann damit, damit die Farbe zart ist. Wenn ich die dann stärker haben möchte, dann nehme ich noch mal ein bisschen auf. Denn wenn man jetzt hier mit was anmalt, das ist ja echt heftig. Ne? Das will keiner haben. Deshalb verdünnen. Mein Tipp. So. Wo kamst du denn her jetzt? Ach, hier raus. Davon haben wir zum Glück aber nur die eine Packung. Ne? Nee. Doch, davon hast du gar nicht gemerkt, dass das was anderes ist. Ne? Das sind nämlich Twin Markers und das sind Aquamarkers. Ja, so was, da muss ich nochmal hin. Okay, wir müssen die jetzt natürlich auch die anderen, die Aquamarkers mal testen. Ich hätte besser so ein Messer. Ne? Oh, ich bin durchgekommen. Wow. Ich sag ja, meine Fingernägel, da kann ich mit jemandem ermorden. Ne? Es sind immer meine eigenen, möchte ich bitte dazu sagen. So, und auch diese haben also zwei Spitzen, eine, boah, die sind auch so echt da. Eine ganz weiche Pinselspitze. Was mache ich damit? Ich verdünne es mit Wasser, ne? Und so eine dicke, ja, die sind also alle so, ne? Aquamarker. Ein, wie nennt sich das? Ein Bullet-Tip. Also Bullet heißt Patrone. Hier so ein Geschoss, Patrone, weiß nicht. So. Alle. Und jetzt wollte ich natürlich hier die eine, von der ich sagte, okay, dann tu die eine rein. Weil das eben die Farbe, oh, geht schon schön ab. Ja, aber auf einem Bein kann man nicht stehen. Nee, aber auf wie viel sind das jetzt? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Beinen kann man auch nicht stehen. So, und diese hier, die muss man schütteln. Dann nehmen wir komisch der hier.
Ah, das ist Chalkpaint. Also wie Kreidefarbe ist das und das, ja, auch Kreidefarbe. Warum ist der eine klein und der andere groß? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss man sie schütteln. Erst schütteln und dann, das kennt man ja eigentlich, so sanft aufdrücken, bis die Farbe dann irgendwann erscheint. Da kommt sie schon langsam, glaube ich. Oder auch nicht. Man muss so, da kommt sie. Da ist die Farbe. Wow, satt das Gelb, ne? Und das müsste dann kreideartig so auftrocknen. Das ist echt eine satte Farbe. So, ich sage es dir, so ein sattes Gelb, orange habe ich nicht, tatsächlich. Siehst du? Deshalb habe ich ja gesagt, dann das eine und dann und die andere. Du hast garantiert auch nicht so ein sattes Flieder und so ein sattes Blau und so ein sattes Grün. Aber ich habe andere. Aber egal, ich danke dir jedenfalls wirklich. Das war sehr, sehr, sehr lieb von dir. Sehr, sehr lieb. Andere Leute wären froh, andere Frauen wären froh, vielleicht auch andere Männer, wenn sie so einen netten Mann hätten, der das macht. Ne? So, das sind die ganzen Stifte. Und jetzt kommt das, wo wir dann beide, ich muss ja meine Farbe auch wieder abwischen. Ne? So, da haben wir zusammen nämlich gesucht. Das habe ich nicht, ich hoffe, ich habe tatsächlich keins genommen, was ich schon habe. Das sind diese abziehbaren Sticker. Die sind einfach großartig. Dafür muss man nicht mal basteln können. Also, wenn man jemandem einen Brief schreibt, gut, viele schreiben nicht, aber Poesiealbum, Geschenk, was auch immer. Ne? Man zieht das ab, klebt es drauf. Oder du schreibst eine E-Mail. Und die sind immer so detailliert. Also, wer jetzt wirklich Wert drauf legt, dass da kein weißer Rand ist, der muss mit der Schere nachschneiden. Das mache ich ganz manchmal. Und zwar, wenn jetzt, was weiß ich, hier so ein Ding hier, das würde ich vielleicht nachschneiden, wenn ich das auf einem nicht weißen Papier, wenn mich das dann stören würde. Puzzeln. Aber grundsätzlich interessiert mich das nicht. Das wird mit dem weißen Rand drauf geklebt. Echt toll, ne? Hm. Ja. Und dann den hier, den hatte ich auf jeden Fall auch noch nicht. Da, ihr seht es, da geht es alles um Malen, um Farben, do it yourself, love to create, also liebe es, irgendwas zu kreieren. Und da steht auch Art, Kunst und Create, ja, love natürlich, eine Staffelei und. Schöne Farben, ne? Jetzt habe ich ja so viele Farben, wirklich. Also ist ja nicht so, als hätte ich nicht 72 Alkoholmarker und noch mehr Alkoholmarker und jede Menge Wasserfarben und so. Aber du wirst magisch davon angezogen, ne? Obwohl du sie nicht mal benutzt. Ja, und? Alles für mich, ich weiß, das ist sehr lieb von dir. Und hier auch diese Farben, ich liebe das. Das sind so schön, so schön. Ja, und dann kann man hier das so im Ganzen abziehen, so ein Sticker und irgendwo draufkleben. Karte oder was auch immer. Also die sind echt schön. Das ist der gleiche. Da hast du dich bestimmt vertan. Ich hatte nämlich drei ausgesucht. Das werden wir gleich mal eruieren. Nein, und dann hast du nämlich gesagt. Nein. Doch, du hast dann gesagt, wie wir den Sticker da gesehen haben. Ach, dann traue ich mich nachher gar nicht, da was von zu benutzen, weil der so schön ist. Und da habe ich gesagt, ja, dann nimmst du zwei mit, dann kann sie einen benutzen. So bist du, ne? Welcher wäre das denn gewesen? Der. Der mit dem Schmetterling oder die Blumen? Mit dem Schiff zum Beispiel. Und hallo Sammy, kommst du zu mir, mein Schatz? Ja, du Süße. Ja, und dann habe ich noch hier diese, die mag ich auch sehr, sehr, sehr. Diese, ja, ehrlich, was macht man denn jetzt? Diese Bündel nennen sich Papercraft Set, also Papierbastelset. Und da sind immer drei Tütchen dran. Also, und das ist ein Tütchen mit A4-Papieren. Die sind auch immer doppelseitig. Dann kommt ein Tütchen mit Ausstanzung. Man kann die einfach abziehen, also rausdrücken und muss die mit Klebstoff aufkleben. Die sind nicht selbstklebend. Aber so schön, wirklich so schön. Ich zeige euch gleich die Rückseite, dann sieht man nämlich alles. Dann sind hier solche Anhängerchen immer mit dabei. DIN A5 Papiere,
zwei kleine Bogen mit Stickern und dann immer noch so was Leckerisches, hier Kordel und Glöckchen und so. Das ist also sehr winterlich, hier gar nicht unbedingt weihnachtlich. Und hier sieht man einen Überblick über alles, was da drin ist. Ja, genau. Ja, das alles ist da drin. Gut. Bei den Papieren muss man sich natürlich dann entscheiden, welche Seite lasse ich denn sehen und welche Seite wird aufs Papier geklebt. Dann hier dieses, gleiches Prinzip. Ne? Immer. Ah, die sind so schön, die sind so schön. Ja, und hinten kannst du über den Sammy hinweg. Komm zu mir, Schatz. So. Gut. Ja. Walking in a Winter Wonderland steht hier auf einer Ausstand. So. Und noch so eins. Ja, mit dem süßen Pullover. Das steht bestimmt irgendwo drinnen. Baby, it's cold outside. Das ist nämlich immer, wenn so ein Pullover drin ist, dann steht immer dabei. Baby, it's cold outside. Ich habe davon jede Menge von diesen Dingen. Viele sind auch schon sehr durchlöchert, weil ich irgendwas rausgeholt habe. Aber die sind so schön, wirklich. So praktisch und... Ja, und da sind Anhängerchen dran mit warm wishes, also warme Wünsche. Klingt in Deutsch ein bisschen komisch, ne? Aber egal. Ja, Sammy. Ja, dann hier, da habe ich auch schon mehrere von gehabt. Do-it-yourself card making. Das ist so süß. Das ist jeweils alles, was auf eine einzelne Karte kommen kann, nicht muss. Ne? Man kann das auch auf andere verteilen, aber hier sind rechteckige und quadratische Kartenaufleger praktisch drin. Hier ist immer ein kleines Bildchen dabei, wie es aussehen kann, wenn man die Sachen alle so dann arrangiert. Und das ist immer sehr praktisch und echt süß. Man muss das natürlich nicht genau so machen, wie das Beispielbildchen hier zeigt. Ne? Kann man ja ganz anders arrangieren, auch untereinander mischen, mit anderen Papieren mischen, mit anderen Stickern und so weiter. Aber ich fand das echt süß hier. Und es ist eben auch schön, dass hier wirklich mal Engelchen dabei sind. Und was ist das? Ein Longhorn, ne? Kann man ein Bison sein? Ja, weiß ich. Bin da nicht so bewandert. Ja, jetzt ganz, ganz süß. Ganz süß. Ich glaube, ihr könnt das jetzt wahrscheinlich gar nicht so richtig sehen, ne? Aber tröstet euch, ich kann es auch nicht sehen. Richtig. Von hier oben. Egal. Auf jeden Fall fand ich die auch. Und diese zarten Farben hier, die finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, dann diese Papierblöcke, davon habe ich auch einen ganzen Stapel. Wie gesagt, viele sind schon sehr durchlöchert und diesen hier habe ich auch schon. Da fehlt auch schon einiges, aber viele der Sachen kann ich nicht rausbrechen und einfach wegmachen, weil dann habe ich es ja nicht mehr. Hinten sind immer auf Transparentpapier gedruckte Wünsche. Was steht denn da? Season of Joy, Merry Christmas and Happy New Year, Hello, bla bla bla. Dann doppelseitiger Karton. Dann kommen Ausstanzungen, aber so schöne und große und ach, ja, ganz, ganz, ganz schön. Und die kosten, glaube ich, 1,96 wenn mich, oder 1,69. Auf jeden Fall sind die echt preiswert. Also dafür, da kann man macht man keinen Fehler. Echt so niedlich. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt überhaupt einfangen kann, so wie ich das hier halte. Und dann kommen wirklich kartonfeste Papiere. Die kann man auch aus Kartengrundstock nehmen. Mache ich aber nicht, dafür ist mir das zu schade. Also ich schneide die immer auseinander. Hier auf der Tarte, wie heißt das? Karo, nicht Tarte. Das hier habe ich schon verwendet. Da ist nur noch so ein schmales Streifen von übrig. Das kann ich auch noch irgendwo verwenden, aber ich finde das echt so schön. Ja. Auch toll. Ja. Hier weiß ich noch nicht so recht, was. Das ist mir zu. Weiß ich noch nicht. Das wird vielleicht nicht für Weihnachten verwendet. Und nochmal Sprüche, wie immer. Ja, hier Goldfolienkarton, Sprüche und nochmal Ausstanzung. Aber das ist so ein schöner Block, deshalb habe ich den nochmal mitgenommen. Und der nächste, den habe ich noch nicht. Das ist das gleiche Prinzip wie immer, ne? Hinten also Sprüche auf Transparentpapier, dann kommen die ganzen Ausstanzungen. Ich
weiß ja nicht, ob ihr... Oh, die Häuschen. Oh, die Tassen mit Schlafaugen. Ah, Entschuldigung, ich kann mich da wirklich so rein verlieben in diese Sachen. Ja, dann kommen diese schönen dicken Kartons. Sehr hübsch, ne? Ach so, als hätte ich ein Aquarell gemalt. Ne? Als könnte ich malen. Ich kann nicht malen. Noch eine. Noch eine und noch eine. Und dann kommt, oh, das ist aber auch toll. Und dann kommt ein silberner Karton und dann wieder Ausstanzung, Sprüche auf Transparentpapier und nochmal Ausstanzung. Und das war der. Jetzt mache ich den mal ganz schnell. Den habe ich auch noch nicht gehabt. Der mit Roségold. Roségoldenes Zeugs. Ich mache das jetzt extra ganz schnell, damit ihr nicht stundenlang hier gucken müsst, wie ich mich an den Sachen ergötze. Echt süß. Echt süß. Und auch an so Roségold hatte ich noch nie. Noch keins von den Blöcken war jemals Roségold. Ja, und dann habe ich den hier gesehen. Time for a fabulous Christmas together. Und diese Farben, also wow. Ich hätte den fast auch zweimal nehmen sollen. Der hat, glaube ich, 2,16 Euro. Ganz knapp über 2 Euro. Und das ist eigentlich lachhaft. Hier sind ganz viele kleine Sprüche. Die kann man so einzeln ausschneiden. Happy Holidays, Rocking Around the Christmas Tree, Dear Santa, Define Naughty. Ach, noch, erklär mal, was ungezogen sein soll. Ja, und dann kommen diese wunderbaren, ich hoffe, ihr könnt sie sehen, diese Wahnsinnspapiere. Damit kann man ja 4 normale Karten belegen, ne? Oder eben größere Karten. Ganz kleine Tannenbäumchen. Hier kommen größere Sachen zum Ausstanzen oder Ausschneiden. Have a holly jolly good time. Da ist natürlich Silvester auch mit hier, Sektgläser. Die werde ich wahrscheinlich im Leben nicht verbrauchen, aber ist egal. Ist sehr schön hier. Also diese Fülle an Sternen, einfach toll. Überhaupt die Farben. Das ist nicht unbedingt weihnachtlich, ne? Das kann man immer nehmen. Nochmal alles mit Sprüchen. You made it to the night, to the nice list. Ach, du hast es auf die gute Liste geschafft, auf die Liste der netten Kinder. Auch ganz toll. Wirklich super schöne Farben. Passt perfekt zum Weihnachten und Silvester. Ne? Gleich sind wir durch. Hier könnte man natürlich auch noch einen Adventskalender draus machen, wenn man wollte. Ja. Perfekte Nacht. Ne? So, hinten nochmal das Christmas Dinner. Da kann man, ja, wir werden dieses Jahr zu zweit sein, ne? Mit plus 2 Katzen an Weihnachten und Silvester. Vielleicht kommt der ein oder andere Freund vorbei, das weiß ich nicht. Aber ansonsten ist jetzt keiner mehr übrig. Aber das ist nicht schlimm. Deshalb, also wir brauchen keine Menükarten fürs Weihnachtsessen zu machen. Das schaffen wir zwei noch so. Ne? Und dann, den hast du gefunden, ne? Time to celebrate today. Ich finde, das ist gar nicht unbedingt nur für Weihnachten. Wir sind so Macarons. Ich überlege gerade, wie sie heißen, mit kleinen Macarons. Dann Pünktchen mit Sternchen. Das muss nicht unbedingt zu Weihnachten sein. Ne? Time to celebrate today. Also Zeit, heute zu feiern. Es sind offenbar immer 2 Stück, einmal, oder sind es 3? Ne, 2. Teilweise mit so Folie drauf, ich weiß nicht, wie das heißt, Folienveredelung, ja, muss doch nicht Weihnachten sein, ne? So lustige. Und das sind Gummibärchen, das sind wirklich kleine Gummibärchen. Echt süß, ne? Das ist doch nicht Weihnachten. Also für mich nicht. Gut, hier sind Lichterketten, aber die können auch für eine Einladung zum Sommerfest sein, ne? Kleine Wimpelchen. Das ist jetzt gut. Das ist jetzt Weihnachten. Aber wie gesagt, an sich ist der gar nicht unbedingt so weihnachtlich, ne? Das schon mit den kleinen Geschenken. Ja, das
Ja, wie gesagt, ich liebe Papiere. Ich habe ganz viele Streichelpapiere. Die darf man nur streicheln, nur gucken. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, wirklich, dann sitze ich oft dann eine Stunde und länger und starre mir nur Papiere an und erfreue mich daran. Schon verrückt, ne? Aber egal. Ja, das war unser Einkauf bei Action. Abgesehen von den Sachen, die wir verlosen. Übrigens, Schmuckbastler, meldet euch. Demnächst werde ich nämlich mein Schmuckbastelgedöns auflösen. Ich habe jede Menge und ich nehme an, ich mache mindestens 2 Sets draus. Das ist mindestens, weil es ist echt viel. Und ich hoffe, dann wird sich jemand drüber freuen. Ja. Aber jetzt kommen dann erstmal die anderen Verlosungen dran. Okay, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund, bis demnächst. Tschüss.